Futuristische Utopie oder Realität? So heißt die aktuelle Ausstellung hier in der Kunsthalle und ich freue mich sehr, dass der ausstellende Künstler Sergej Czorban hier an meiner Seite ist, natürlich mit dem gebührenden Sicherheitsabstand. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind ja ein vielfach ausgezeichneter Architekt, nach dessen Zeichnungen viele Gebäude errichtet wurden, Wohnkomplexe, Bürokomplexe, zum Beispiel die Coca-Cola-Zentrale oder auch das Kino Kubix in Berlin. Sie sind außerdem Kurator und Architekturzeichner. Was fasziniert Sie denn so an der Architekturzeichnung? Also für mich ist die Architekturzeichnung eigentlich eine harmonische Fortsetzung von dem, was ich in der Architektur mache. Ich beschäftige mich damit, warum ich diese und nicht andere Architektursprache heute spreche, warum überhaupt heute eine bestimmte Architektursprache gesprochen wird, die sich sehr stark davon unterscheidet, wie es vor 150 Jahren zum Beispiel war. Und ich versuche in meinen Zeichnungen eine Antwort dafür zu finden und diese Antwort möglicherweise auch den anderen zu zeigen, die sich dafür interessieren. Deswegen freue ich mich und vielen Dank für Ihr Interesse und freue ich mich, dass diese Ausstellung hier stattfindet in der wunderbaren Kunsthalle in Rostock. Aber für mich ist die Zeichnung eine Sprache oder die Sprache, mit der ich versuche, meinen Weg mir selbst und anderen zu erklären. Und die Antworten können sich die Besucherinnen der Ausstellung dann hier in ihren Bildern quasi selber suchen. Utopie und Realität, das ist ja ein sehr weiter Bogen, den Sie da spannen. Warum ist Ihnen das so wichtig? Mir ist generell wichtig, warum in den heutigen Städten so hoch, so viel mit der Sprache gebaut wird. Wie ist dazu gekommen, dass die Stadt heute weniger reguliert wird, sondern mehr ein spontanes Ereignis von sehr unterschiedlichen Architektursprachen, von den Zusammenstößen, von den Kontrasten zwischen der Sprache aus der Nachkriegszeit und bis heute und der Sprache aus der zum Beispiel Gründerzeit oder früher. Warum ist das dazu gekommen? Und das versuche ich mit dieser Ausstellung auch mitzuerklären und ich hoffe, dass die Besucher das für sich erschließen können, ja. In welcher Stadt fühlen Sie sich denn am wohlsten? Ja, ich bin ein Berliner, wie man weiß. Ich fühle mich natürlich in Berlin am wohlsten. Auch nicht zuletzt deswegen, weil Berlin für mich ist ein wahrer Zeuge der Stadtentwicklung. Also man kann nirgendwo besser die Stadtentwicklung aus dem 20., Beginn des 21. Jahrhunderts angucken, mit allen Widersprüchen, mit allen Facetten wie in Berlin. Deswegen liebe ich Berlin, weil das ist eine Stadt, die lebt, das ist eine unglaublich lebendige Stadt, aber auch mit sehr vielen Wunden aus der geschichtlichen Situation heraus versehene Stadt und dadurch mit sehr vielen Entwicklungschancen, aber auch sagen wir mal, mit dem Gefühl, dass man viel verstehen muss, warum es überhaupt dazu gekommen ist, wie es dazu gekommen ist. Sie sagen gerade Berlin, dort stellen Sie ja auch aus, außerdem in Rom, in Wien, in London sind Ihre Werke zu sehen. Jetzt hier in Rostock, nicht gerade eine Metropole, wie ist es für Sie, in Rostock auszustellen? Für mich in Rostock ist es ein ganz, ganz toller Ort. Ich finde die Kunsthalle fantastisch, auch das ist ein Bau der Nachkriegsmoderne, die dann durch den heutigen Bau weiter ergänzt wird. Man sieht ja, wie die Nachkriegsmoderne weiterlebt. Das sieht man durch den Anbau sehr deutlich und das ist sehr, sehr interessant. Insgesamt Stadt Rostock ist für mich eine ganz, ganz interessante Stadt, ein interessanter Ort. Und als ich dieses Kabinett oder diesen Saal mal zum ersten Mal gesehen habe im letzten Jahr, war ich total begeistert. Ich finde, das ist ein ideeller Ort, um gerade grafische Werke auszustellen. Damals war Glöckner hier mit seinen Faltungen zu sehen, also seine Kunst kenne ich seit sehr frühen Zeit, wo Bernd Heise, der Leonardi-Museum-Direktor, damals war in Berlin noch als Galerist und der hat da Glöckner für mich bewusst gemacht und da habe ich Glöckner hier gesehen, der war toll und da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist so ein toller Raum, den könnte man also, wenn man die Ehre hätte, wieder bespielen und dass das dazu gekommen ist, also das finde ich toll. Wir finden das auch toll. Wir freuen uns auch, dass Sie unsere Begeisterung für Rostock und diese schöne Kunsthalle teilen. Nun kennen Sie ja die Architekturlandschaft verschiedenster Kulturen und Länder. Gibt es denn eine typisch deutsche Architektur?
Nein, das glaube ich nicht heute. Das glaube ich nicht. Es gibt eine gute, eine bewusste, bewusst verstandene Architektursprache und es gibt eine eher zufällige Architektursprache, die als Produkt einer eher finanziellen Entwicklung leider gekommen ist. Und ich glaube, das Verständnis für eine gute Architektur ist eher global geworden. Und natürlich gibt es eine Landschaft, die nationale Landschaft oder die örtliche Landschaft, die immer auf die Architektur sich auswirkt. Aber die Welt ist schon globaler geworden. Und wie gesagt, warum die Sprache der heutigen Welt, die globale Architektursprache der heutigen Welt so geworden ist, ist vielleicht sogar in dieser Ausstellung mal mitzusehen. Ja, worüber ich mich freue. Ja. Diese globale Welt haben Sie uns also hierher in die Rostocker Kunsthalle gebracht. Gibt es denn in Mecklenburg-Vorpommern schon ein Gebäude, das nach Ihren Entwürfen gebaut wurde? Nein, das gibt es nicht. Ich hoffe, dass es geben wird. Aber ja, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, ich würde mich aber freuen. Ja, dafür wird es Zeit. Jetzt haben wir Ihre Ausstellung hier. Herzlichen Dank dafür. Sie sind hoffentlich neugierig geworden. Die Ausstellung läuft noch bis zum 23. Januar.